So, heute Blackout Club. Wir hatten das schon so ein bisschen im Auge gehabt. Ist jetzt natürlich ein bisschen weiter, das Spiel. Am Anfang sah es doch relativ verbuggt aus. Haben wir das mal auf die Seite gelegt. Aber jetzt gucken wir da mal rein. Wir drei Tapferen. Geht irgendwie mal in großen Zügen darum. Sie schlafen nachts alle. Bis auf die Kiddies. Wir sind irgendwie davon ausgenommen. Wir müssen jetzt irgendwelche Missionen erfüllen. Beweise sammeln. Die sind Schlafwandeln. Genau, und die anderen sind am Schlafwandeln. Es gibt auch Drohnen, hatte ich mitgekriegt gehabt. Wir können sie halt überwältigen, aber das sollte man nicht zu häufig machen, weil sonst kommt der, den man nur mit geschlossenen Augen sehen kann. Oh. Ja, das hatte ich so ein bisschen mitgekriegt gehabt. Aber wir wollen es uns jetzt mal angucken. Es gibt verschiedene Klassen. Wir schauen da heute komplett blind rein. Der Heli war ja vorhin schon drin, der hat ein bisschen schon reingeguckt. Von daher, wenn da Infos kommen. Ja, aber ne, da weißt du schon ein bisschen mehr. Ne, aber von daher gucken wir da mal rein. So, und dann grüße ich erstmal Fiana und ihren Mann. Ich hoffe, es geht euch gut. Und Niki, wie geht's dir? Wie war gestern der Geburtstag? Feuchtfröhlich. Feuchtfröhlich, genau. So, jetzt muss ich erstmal das andere wieder anschalten. Damit man dann auch anschließend wieder das Random sieht, wer gerade dran ist. Fertigkeiten-Deck aufrufen. Wow. Ich habe einen Fertigkeitspunkt. Hey. Ja, den habe ich auch. Ich weiß noch nicht mal für was aus. Über Tempo fallen. Was? Was geht ihr Kiffköpfe? Ach was, alter Falter, ne? Kiffköpfe. Richtig abdecks. In Redekre gibt's null Drogen. Geht es euch auch so, dass ihr manchmal mitten im Sprinten aufwacht? Ab jetzt sollten wir besser auf unsere Schritte achten. Dieses kleine Ding hat mir ungefähr 1 Milliarde Volt in den Hintern gepumpt. Wäre einer dieser Schleicher in der Nähe gewesen, tja, dann würdet ihr das hier nicht lesen. Ah, ich muss dazu sagen, wer auf Ja geklickt hat vorhin, wegen dem Sprache aufnehmen, selbst wenn der Push-to-Talk ausgeschaltet ist, zeichnet er die Sprache auf, wegen dem Atmen. Das Horror-System reagiert dann anders drauf, ne? Und man kann halt auch so diese Beschwörung etc. machen, ne? Die ist dann auch da. Wenn man zu schnell läuft, verschießen diese Tempofallen Elektrizität in allen Richtungen. Zum Glück kann man sie leicht auseinandernehmen, wenn man sich ihnen langsam nähert. Sie sind ähnlich aufgebaut wie Alarmminen, also sollten Schaum, Blindgranaten, Pfeile und all das funktionieren. Wenn ihr also schnell und laut unterwegs sein müsst, dann wünsche ich euch, dass ihr verdammt gut zielen könnt. Na super. Oh, meine Frau macht den Hubschrapp-Schrapp. Ja, ich habe mir den Hubschrapp-Schrapp. Heli hat den Taser in der Hand, ach du Schande. Ja, den Taser habe ich aber auch. Jedenfalls hatte ich den eben. Okay. Ich habe mir nur gerade starke Fertigkeiten, habe ich mir die Drohne freigeschaltet. Achso, danke ja, soweit alles klar. Schöne Grüße auch zurück. Dankeschön, Dankeschön. Und wie lief es gestern noch bei Pen and Paper? Bei der Drohne steht nämlich, du kannst deine eigene kleine Drohne mitbringen. Sie verfügt über einen leisen Motor und ist ein aufrüstbares Kamerasystem. Mit ihr kannst du deine Umgebung überwachen, ohne dich selbst in Gefahr zu bringen. Okay. Unaufhaltsam, du bündelst deine Schmerzen mit höchster Konzentration, sodass dein Körper für kurze Zeit gegen Verletzungen und Erschöpfung immun ist. Halte R, um für 10 Sekunden immun. Ah, das hört sich ja blöd an. Was ist das? Rüste dein Handy auf, um Anrufe zum Überwachungsgerät eines bestimmten Schlafwandlers vorzutäuschen. Aha. Was ist das? Du bist ein wenig stärker als deine Altgenossen. Genug, um es mit einem erwachsenen Gegner von hinten aufzunehmen. Pervers. Ihn niederzuschlagen und für etwa 10 Sekunden zu betäuben, solange er dich nicht kommen sieht. Okay, das mit der Drohne hast du ja schon. Ah, dann werde ich, glaube ich, erstmal das mit zum Bodenring nehmen. Deine Reflexe sind. Achso, das ist dann das nächste Level. Ah ja, okay. Komisches Level-System. Schwache Fertigkeiten. Ach, schwache Fertigkeiten gibt es auch. Hätte man auch aus... Ja, habe ich auch erst. Hm. Ah, okay. Zu Beginn der Mission mit einem Dietrich starten. Das find ich sehr interessant. Ja, mir geht's jetzt wieder gut. Gestern Geburtstag war geschmeidig und bei euch so. Wieso denn jetzt wieder gut, Niki? Bei uns alles gut. Ein paar Sachen haben sich geklärt, aber dafür kam ein ganzer Schwung an neuen Fragen. Oh, wie so üblich, ey. Ich hasse sowas. Das ist auch so wie an der Fernsehserie. Zwei Fragen wurden endlich beantwortet, aber die 1000 anderen, die wurden immer noch nicht beantwortet, sondern noch mehr kamen dazu. Ah, ich hasse das. Jetzt weißt du, warum es Niki nicht gut ging bis eben? Ja. Der Kater. Ja, hundertprozentig.
Unbewaffneter Angriff. Auch ohne Gegenstände, siehe Einsatzgegenstände am Ausrüstungstisch, können wir uns wehren. Nähere dich einem Gegner von hinten und wenn du den Aufforderung greifen siehst, halte rechte Maustaste, um auf seinen Rücken zu springen. Hm. Wenn du rechte Maustaste gedrückt hältst, ringst du den Gegner letztendlich zu Boden, wo du ihn festhalten kannst. Um einen Gegner festzuhalten, kannst du entweder rechte Maustaste gedrückt halten oder dich einem Gegner am Boden nähern und rechte Maustaste halten. Wenn du loslässt, steht er irgendwann wieder auf. Also gib acht. Aha. Naja, man könnte sagen, dass ich möglicherweise einen guten Rausch mit nach rausgezogen habe und möglicherweise gute Kopfschmerzen. Habe ich nicht gesagt mit dem Alkohol? Habe ich es nicht gesagt? Hab's doch gesagt, aber nein. Ja, nur daraus lernt er. Greifhaken. Kann ich die Greifhaken haben? Cool. Ja, Schaumgranaten. Böller. Was bist du denn? Betäubungsfall Stolpergrad. Blendgranate. Energieriegel. Elektro-Taser. Ich werde die Sau brutzeln. Wie kann ich den denn? Ich will jemanden brutzeln. Helly! Okay. Was haben wir hier? Okay, nichts. Nur ein bisschen Klebeband. Geht's denn hier hin? Maustaste drücken, dann kannst du spotten. Ah, Ping. Cool. Opfer anbieten? Ich biete doch kein Opfer an. Außer Niki. Sie auch weiter? Nö. Ja, der kann wenigstens vernünftig sprinten. Naja. Wenigstens etwas. Aber irgendwie sind wir alles das gleiche Mädel. Wir sind Drillinge. Ja. Ja. So, Missionsgebiet, dann gucken wir doch mal rein. Am östlichen Ende von Redcrest malerischsten Viertel liegt Hoodleys Spring. Diese Klippe wurde nach dem historischen Selbstmord eines ortsansässigen Pastors benannt. Die aktuellen Anwohner bezweifeln jedoch, dass dieser Selbstmord wirklich geschah. Toll. Gut, Mission laden. Yo. Oh mein Gott. Attacke! Kann ich jetzt jemanden tasern? Natürlich nicht. Oh Mann, ich will jemanden tasern. Haha. Kann man irgendwie noch irgendwas... Ah, da gibt's einen Betäubungsfall mit dabei, oder wie? Naja, brauchst du ja. Okay, dann nehme ich den Betäubungsfall mit. Ja. Jeder hat sonst einen Taser, ich nehme den Betäubungsfall mit. Aber Schatz, so wie du die hältst, kriegst du keinen scheuen Tor. Naja, war gestern vielleicht ein bisschen zu viel? Naja, ich hab's gesagt, aber mir will ja eh nie jemand glauben. So, Missionsdetails, das darf meine Frau vorlesen. Na klar, denk dran, Verstohlenheit ist dein Freund, die Erwachsenen nicht. Eltern, Lehrer, sie alle sind Schlafwandler oder stecken mit ihnen unter einer Decke. Beides ist schlimm. Lass dich nicht erwischen. Sie verwenden alte Funkgeräte, um all unsere Schritte zu verfolgen. Wir haben sie angezapft, damit wir ihren Einsatzleiter hören können. Moment. Ja. Wenn du nicht weiter weißt, sieh in deine Missionsziele und halte mit den anderen zusammen. Wenn du Missionen erledigst, bekommst du Nachschub. Heute Nacht versuchen die Schlafwandler, einen Tatort zu reinigen. Warum? Wir brauchen Fotos, bevor sie alles vertuschen. Viel Glück. Mhm. Na gut, dann machen wir mal ein bisschen Beginn, ne? Weißt du, dass sie die Pizza nochmal durch den Kopf gehen lassen? Alter Falter. Aber wieso habe ich jetzt einen Taser? Hm. Hey Mann. Ja. Warte mal, hier ist eine Kiste. Hier ist noch ein Verband drin. Nee, noch mal. Ich hab den Verband mal mitgenommen. Vielleicht kann man gebrauchen. Ja, hab ich auch reingesteckt. Jawohl. Ah ja, also jeder hat jetzt einen Verband? Ja. Okay. Ja. Also werden die Items dann immer einzeln angezeigt. Das sieht ja cool aus. Ich spring mal runter. Das Leben hat keinen Sinn mehr.
Ich gebe freiwillig auf. Ich gebe freiwillig auf. Okay. Dann wird alles doppelt, Schatz. Hast du den vielleicht noch an? Nein. Nee, nee, ich meine den Stream. Nein, der ist leise. Henny, hast du den Stream noch anleben laufen von der Lautstärke? Da ist auf Mikro das stumm geschaltet. Nee, ich meine, du guckst doch gerade Twitch. Ja, ja, da ist stumm geschaltet bei Twitch. Hast du stumm geschaltet? Ja, okay. Geschaltet bei Twitch. Ja. Merkwürdig. Hm. Ja. Hier hat jemand seinen Müll aus. Niki, musst du mal drauf achten, wenn dann die Szene wechselt. Schock. Schock. Und du? Das war's oder was? Ich hab ein Handy noch aufzeichnen. Achso, du kannst nichts machen, na, okay. Hier, hier geht's hoch vielleicht? Ah, da. Ja. Halt, Schlafwandler voraus. Miep. Ich will tasern. Das soll man doch aber nicht so oft. Hahaha, Brutzel, du Schwein! Entschuldigung! Das ist jetzt die Rache für alles, was. Alles, was diese bösen Erwachsenen gemacht haben. Kommt, um dich zu holen. Ich glaube, das hätte ich nicht machen sollen. Und Niki, hörst du es jetzt immer noch? Es steht wieder auf. Okay, also liegt das bei Helly, okay. Ich bin jetzt hier mal beim Auto hingestellt. Er zeigt auf jemanden, oder? Ne. Hätte die Sau umbringen sollen. Erforderlich Dietrich. Mist. War wohl. Jo, ich gehe auf ein Gebüsch lang. Noch einer. Oh, da wacht jemand auf. Der andere ist wieder aufgewacht, ja, der läuft da bei dir rum. Nee, nee, hier drinnen ist gerade jemand aufgewacht. Mhm. Okay, also wenn Helly im Vollbild ist, dann gibt's Doppeltresonanz, okay? Okay. Da ich gerade nicht bei Helly bin, kann ich da nicht wissen, was Sache ist. Oh, Knallkörper. Cool. Boah, das ist so dunkel. Stimmt ja, mit Tee kann man Taschenlampe anmachen. Wow, meine Frau rotzt erstmal gleich voll die Tür auf. Ups. Bin doch mal weg, Tee. Ah, ich taser dich, du Schlampe. Aber Schatz. Ich muss so festhalten, sonst kann sie was ja, machen. Ja, ne? Aber ich kann halt auch nichts machen, ne? Nee, nee. Jetzt gucken wir mal. Oh Mann, die sollte mal wieder abwaschen. Mein Taser ist leer. Ich kann sie zur Not tasern. Nee, ich muss sie festhalten. Okay. Alter, Dante, nimmst du die gerade durch, wie da vorne steht, diese Sneaky. Sowas will ich doch niemals machen. Oh, schöner Bluescreen. Ah, das hat man schon lange nicht mehr gesehen. Bitte? Ich kann es aber auch nicht take down, ne? Oh, jetzt sind da hin. Yeah, jetzt plötzlich sie durch. Hey Leute, ich hab was gefunden. Ja, ich auch, aber ich kann nichts damit machen. Kommt doch mal runter hier, hier geht's noch weiter. Oh! Weißt du, was ist? Ich fand das gar nicht mehr lustig. Ich musste sie loslassen jetzt. Okay. Was ist denn hier unten? Oh. Ja, ich hab schon ein Foto gemacht. Und da hinten ging es dann auch weiter. Ja, okay, mein Mann lenkt ab. Und wir suchen. Die kommt jetzt wieder ins Haus. Ja, wir haben hier. Ellie, komm mal hier hinten in die in das Versteck. Ich glaube nicht, dass die da hinkommt. Die geht so irgendwie in eure Richtung gerade.
sind jetzt ein, irgendwie unterirdisch. Musst, wenn du reinkommst, dann die zweite Tür in den Keller runter. Alter, die geht ja voll ab. Ich glaube, die kommt zu euch, oder? Nee, nee, wir sind unten. Yeah. Da hinten gewesen. Oh ja. Okay, ist dran vorbeigegangen. Aber wir müssen hier Beweise aufheben, ne? Suchen. Ich habe schon ein Foto gemacht da von dem Einstieg. Ja, eins von drei. Ja, oben ist noch in dem Haus daneben, im Zimmer daneben ist auch noch was. Ich wusste nur halt nicht, wie man reagiert. Das hatte er mir nicht angezeigt. Oh, rechte Maustaste gedrückt halten. Ist dann aufzeichnen. Du bist Drecksvieh, ich taser dich gleich wieder. Wie sehen die denn aus, diese Hinweise? Ich glaube, die schimmern hier so. Okay. Der schimmerte so grünlich, dieser Schrank hier. Och nö! Lass mich los! Wieso kann ich nicht? Jetzt kann ich dich takedown. So. Tür zu. Oh. Einbruch untersuchen komplett. Ja, hier war was, wo du jetzt bist, der Schrank da vorne. Okay. Und das hier hat auch. Wo müssen wir jetzt hin? Da hinten. Zum Ausgang gehen. Oh! Ah, lass mich los, du Miststück! Oh nein! Er hat mich! Ich glaube, ich habe die Schlampe zu häufig getasert. Die Gestalt hat dich erwischt. Ihr steckt echt in Schwierigkeiten, okay? Ja. Danke, Helly. Bitte. Oh. Wo? Ah. Bin jetzt hier unten hingegangen. Dein Verstand gehört nicht dir. Ein Club möglich kann nicht zurückholen. Na, es gibt auch noch Bonussachen, die du fotografieren kannst. Oh. Oh. Ich glaube, mich hat er jetzt auch. Er hatte schon ein zweites Mal, würde ich sagen. Also ich laufe jedenfalls hier herum. Ich bin einer von denen. Also bei mir läuft immer noch der Hammer. Du kannst aber auch nichts machen, ne? Nee, nee. Ich kann nichts steuern. Ach so. Ich laufe auf jemanden zu? Doch nicht. Ja, ich komme jetzt wieder hinter das Haus wollten? Doch nicht. Papier, hallo. Komm zu dir. Da, so. Helly, danke. Okay, und jetzt müssen wir... Wohin? Da. Problem ist, die Gestalt gibt's hier immer noch irgendwo. Ja, ja, ich habe auch irgendwie ziemlich roten Balken da unten. Das ist verletzt, oh. Ne? Ist irgendwie hinten beim Haus. Ah, okay, das ist verletzt. Ist auch noch einer. Ja, aber wir müssen ja in die Richtung. Da ist auch noch einer. Sorry, Eli. Ja, der hat mich gehört. Ja. Ich konnte eben gerade so ein Plakat fotografieren, das war so ein Bonus-Ding irgendwie. Okay. Oh. Okay, das ist nicht gut, da irgendwo drauf zu gehen. Wo die Augen sind. Da wo ein Auge drauf ist, nicht drauf gehen, das knockt einen kurz aus. Ja, da ist diese komische Gestalt, die mich gerade hatte. Der kommt da raus normalerweise. Helly, du hockst da so? Nee, ja, ich kugel gerade. Ich sehe da hinten halt nur das Leuchten von dieser komischen Gestalt. Aber ich sehe sonst nichts. Warte mal.
dann gerade zu. Nichts gesehen. Kann man die zumachen? Mit Z gedrückt halten. Hm, Fußtapsen. Aber ich glaube, das sind meine. Heli läuft auf dem Zaun. Genau, gucken, was es noch so gibt hier. Da ist jedenfalls die Höhle. Die Taschenlampe strahlt aber auch nicht gerade weit. Nö. Oh, er ist hier. Lass uns mal gehen. Man hört dann so ein komisches Geräusch. Okay, hab jetzt nichts gehört. So ein Blöö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 ö